Willkommen zurück zu Tales of Vesperia. Ich habe mir gerade mal die Titel von ihm angeguckt. Ich sehe den Titel nicht, den wir da gesehen haben, aber ich weiß es halt einfach nicht. Es ist verwirrend. Die Dinger von ihm sind alle so ein bisschen sehr speziell. Das ist noch das Beste, auch wenn es extremst übertrieben ist. ja gut, das ist halt das Strand-Outfit. Und der Taucher-Suit, warum auch immer er einen braucht. Ich bin verwirrt. Nutze ich den zeitweise mal? Ich glaube fast ja. Ich denke, ich werde am gewissen Punkt mal wieder alles auf Vanilla stellen. Also die ganzen Outfits. Weil wir ein bisschen was davon gesehen haben, ein bisschen was davon genutzt haben wir ja auch. Obwohl es bei, besonders bei ihr echt leid tun wird, weil das sieht so viel besser aus. Naja. Naja, wir machen mal so, nehmen das hier mal mit, damit wir bei ihm auch ein anderes Outfit benutzt haben. Und dann stelle ich vielleicht bald wieder alles auf Vanilla. Okay. Vergeltung. バルボスもラゴーも、それにイエガーも、全部アレクセイの仕業だったんだ。エステルまで連れて行って。僕、絶対にアレクセイを許せない。エステルを取り戻したら、真っ先にぶっ飛ばしてやるわ。ええ、彼は報いを受けるべき存在。見逃すわけにはいかない。エステリーゼ様への仕打ち。今のアレクセイは、僕が信じた彼とは違うのか。ああ、あいつは悪党だ。救いようがねえほどのな。相応の報いは受けてもらう。Ich hätte schon gern ein bisschen mehr Erklärung zu Alexei und dem Charakter, aber vielleicht kriegen wir das ja auch noch, keine Ahnung. Ist hier noch irgendwas? Außer Ruinen? Aber was ist denn mit dem Ort hier passiert? Vor allem, weil hier auch einer meinte, dass das hier aussieht, als wären 100 Jahre vergangen oder so. Dass die Schäden noch sich zu erklären wären. War der Ort bislang von den Einwirkungen der Zeit verschont, aufgrund des Schutzes? Oder haben die irgendeine Möglichkeit gefunden, Zeit wirken zu lassen als Waffe? Das wäre ziemlich krass. Ich habe eine Vermutung, wo wir hin sollen. Ich weiß es nicht sicher, aber eine Vermutung habe ich auf jeden Fall. Und zwar waren wir ja vor ein, zwei Folgen, es waren wahrscheinlich ja drei Folgen, bei so einer Ruine, die wir noch nicht betreten durften. Und die könnte es ja sehr gut gewesen sein, ne? Halt! Vollbremsung. Es gibt etwas Missable-mäßiges hier. Jetzt, wo wir Flynn dabei haben. Können wir auch mal speichern, ist auch gar nicht so verkehrt. Aber muss ich hierher oder wo soll ich genau hin? Nee. Das die Plauderei machen vielleicht auch noch, keine Frage. Hier. Ey, haltet den Dieb! Tja. Hey! Alles in Ordnung? Ja, vielen, vielen Dank. Hey, kaum zu glauben, dass ein Ritter mich gerettet hat. Ich bin ja so glücklich. Meine Güte, sind alle Kinder hier in der Stadt so tollkühn wie du? Ich hoffe nicht. Es wäre nicht gut für dich ausgegangen, wenn wir nicht vorbeigekommen wären. Ich weiß, aber ich konnte den Titel nicht einfach davonkommen lassen. Ein junger Verfechter der Gerechtigkeit, wie ich sehe. Ich werde ein Ritter, wenn ich groß bin. Darum kann ich böse Leute nicht einfach ignorieren. Ein Ritter zu werden, das ist leichter gesagt als getan. Wieso denn das? Du wolltest das Unbewaffnete mit zwei Erwachsenen aufnehmen. Wären wir nicht vorbeigekommen, weißt du, was dann passiert wäre? Ach, lass doch, Flynn. Ach, lass doch, Flynn. Man muss seine eigene Stärke kennen. Und wenn die nicht reicht, muss man sich darauf verlassen, dass andere einem helfen. Es wäre unmöglich, ein paar Ritter zu besiegen. Die dürfen dann aufpassen, richtig? Ja, nicht? Aber die Hilfe von anderen, die Hilfe von anderen zu brauchen, ist uncool. Genau.
Aber sterben bringt einem auch nicht weiter. Sich darüber Sorgen zu machen, ob man cool aussieht oder nicht, ist dumm. Wenn das der einzige Grund ist, weshalb du ein Ritter werden willst, schaffst du es auch in 1 Million Jahren nicht. Trotzdem, viele Erwachsene haben nicht einmal ein Fünkchen deines Mutes. Du wirst ein großartiger Ritter, solange du daran denkst, hart zu arbeiten und nicht übermütig zu werden. Wirklich? Ja. Ich werde hart arbeiten und ich werde ein Ritter werden. Vielen Dank. Ich habe gerade eine Gänsehaut bekommen. Ich dachte wirklich, du würdest dem Jungen seinen Traum kaputt machen. Du warst wirklich nicht gerade zimperlich. Ich habe nur versucht, ihm einen realistischen Rat zu geben. Und es hatte ja Hand und Fuß, was er gesagt hat. Am Ende gut, alles gut, richtig? Zeichen der Ritterwürde. Ich sollte mal kurz sein Equipment checken. Aha, er hat das Kriegsschwert gerade in der Hand. Okay, das haben wir selber auch. Er lernt damit auch noch Sachen. Natürlich wieder hauptsächlich unterschiedliche Arts und so ein Kram. Meinetwegen. Da nutze ich es aber nicht aktiv, weil das wäre ein bisschen nervig. Das lasse ich dann gerne die KI herausfinden. Wärmeschild, Mithrilhelm, Panzer. Okay. Komm mal trotzdem kurz mit. So. Zusammenarbeit mit den Entelixier. Yappari, Kogore Sabak de taureteta Uchira o taskete kureta no wa Ryuku no tomodachi datta no ja. Ryuku no tomodachi te ano Kados de atta mamono? Mamono dewa nakute Entelixier ne. Kados no nodobue de Air o chousei shite ita deshou? Tashika ni Sabak de taureru mae ni mita ki wa suru ga. Ano Entelixier wa ningen no mikata nano kana? Baul ya Berius to onaji nano ja.エンテレゲイアとは言葉で分かり合えるからきっと仲良くできるのじゃ。Ah, jetzt erinnere ich mich gerade wieder an das eine Gigantomonster, was hier irgendwo war. In dieser Höhle von dem Schlund da. Will ich das jetzt noch versuchen? Ich glaube nicht, weil ich nicht alle Charaktere dabei habe. Das würde ich glaube ich lieber mal machen, wenn ich Raven und Estelle dabei habe. Wenn Raven überhaupt noch... Oh Gott, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich hoffe mal irgendwie, dass Raven zurückkommt. Das ist ja nicht mal gegeben, oder? Oh, bitte, komm. Der ist so viel zu einzigartig dafür, oder? Ich wollte ihn doch jetzt lernen und ihn meistern. Für meine Verhältnisse zumindest. Das wäre super ärgerlich. Egal, trotzdem würde ich gerne die Estelle wenigstens wieder dabei haben. Ich hoffe auch Raven. Ich hoffe es. Ich hoffe es inständig. Gehen wir erstmal dahin und checken die Lage. Wir hätten ja noch keine Gelegenheit, mit Raven zu sprechen, oder? Mal gucken, wie er das jetzt alles sieht. Ja, also ich mache das Monster auf jeden Fall noch, wenn ich daran denke. Aber erst, wenn ich wieder ein bisschen aus der Action raus bin. Momentan ist es doch sehr dringlich alles. So, und zwar diese Ruine hier vorne. Ah ja, eine Sequenz hier sogar. Dann werde ich wohl richtig sein. Nanja, ano baka dekkai no. Herakles, Alexei ga yobi yoseta no ka? Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. あれはエンテレケア、アスタル。Okay. Haus das Ding schon die ganze Zeit über dem Loch, was ich gesehen habe schon vorher. Muss dann wohl, ne? アレクセイはまだアパティアを狙っているのね。逃がされたように見えたけど。ああ、あの遺跡に追い込まれたみたいだった。どうやらあの遺跡がバクティオンで間違いなさそうね。アレクセイ、今度は何を企んでるんだろう。
アレクセイが何を企んでるのかなんて関係ないわ。ああ、俺たちはエステルを助けるだけだ。でも、このまま接近するとアスタルの二の舞よ。少し離れたところから降りて近づこう。Der vergessene Schrein, Baktion. Neuer Dungeon nehme ich an. Alexei! Oh, wir erwischen sie schon vorher. Iegame, Zako no shimatsu mo dekinu hodo funuketa ka? Er hat uns tatsächlich nicht mal versucht aufzuhalten, der Jäger. Er hat uns sogar mitgeteilt. Interessant, also ich hatte erst überlegt, ob das vielleicht eine Falle ist oder ob Jäger uns eher noch irgendwie ein anderes Spielchen spielt. Jetzt würde ich fast behaupten, dass Jäger noch ein anderes Spielchen spielt. Weil Alexei wollte anscheinend nicht, dass wir hinterherkommen. Alexei! Anata wa ittai, Esterlide sama ni nani o? Ester o kaise! Ester, me o samashite! Ester! Yokaro. この通り、何の補助もなしに力を使えば姫の生命力が削られる。諸君も姫のことを思うならこれ以上邪魔をしないことだ。アレクセイ、くっそ。Ja, man, diese Geisel der Presse. Eine der miesesten Arten von Leuten. So, der. Du bist der Kuni. Arekara, Herakles no Goki o Skandan des Jo. Sore de Jodel Denka ga Okra o Haken stand des. Kitto Taske ga Iru daro kara ってたくあの天然殿下、おせっかいにも程があるぜ。そういう貴様のざまはなんだ。散々大口叩いていたくせに。育ちのいいおれきれきと違ってこっちは出来が悪いんだよ。おい、みんなしっかりしろ。あれ、あんたたち。助けてくれたらしい。ヨーデルに言われたんだと。アレクセイは神殿の中じゃ。早く追うのじゃ。隊長、やはり今からでも我々と一緒にヨーデル殿下の元に戻りましょう。そうだよ。申し上げにくいことですが、危険が大きすぎます。今の帝国で最も守らなければならない方、それは。分かっている。騎士としてそうすべきだってことはよく分かっている。なら、これは僕自身のけじめなんだ。エステリーゼ様のこともアレクセイのことも頼む、行かせてくれ。でも頼む。騎士ってのは本当不自由だよな。なぜお前なんだ。なぜお前みたいな奴がフレン隊長の友人なんだ。隊長は私たち騎士の憧れだ。あれこそ帝国騎士の鏡だ。なのにお前と一緒だと隊長は隊長でなくなってしまう。今回のことだって。くだらねえ。そんな話ならそのリンゴ頭とでもすりゃいいだろう。俺たちはあんたの愚痴に付き合ってる暇はないんだよ。キンゴ頭？貴様！ソリア、ダメですって。ソリア！これだけは言っておく、ユーリ・ローウェル。お前は、お前の存在は、隊長のためにならない。
激しい人ね。それじゃあ僕らは引き上げます。フレン隊長のこと頼みますからね。正体撤収するぞ。急いで本隊に戻る。ユリ、さ、早いとこフレンを追っかけようぜ。ええ、あの調子で力を使わされたらあの子もエアルの乱れも手遅れになってしまうわ。あいつエステルを道具みたいに、許せない。行こう。Du hast dich von Flynn und Patty getrennt. Ja, weil sie vorgelaufen sind, ne? Die kriegen wir vielleicht wieder. Ja, ich weiß, ich kann es nicht mitnehmen, aber ich nehme es einfach jetzt mit, weil... Mir egal. Mir einfach egal. Wahrscheinlich ist das dumm. Ja, ich habe damals so gesagt, ich soll es nach dem Dungeon machen, ne? Jetzt habe ich es gemacht. Das Entelexia Astar. Hei, toko da Alexei oikake ne to. Sakki no Entelexia ga Apatia ni sarechimau. Astar no kizu.遠目に見てもひどかったわ。もう長くは持たないかもしれない。さすがのエンテレケイアもヘラクレスにはかなわないんだね。それを見越した上でアレクセイはヘラクレスを建造したのかもしれねえな。そう考えるのが自然ね。対ギルドのためだけにしては大げさすぎるわ。何にしてもアスタルが無事なうちにアレクセイを追いかけて止めるぞ。殿下、僕たちのために助けを送ってくれたんだね。私たちっていうかフレンとエステルのためでしょ。来る方も来る方だが、よこす方もよこす方だ。ったく、自分の立場を自覚してねえのかね、あの殿下は。そういうお方なんだ、殿下は。今回のことだって人一倍心を痛めてらっしゃるはずだ。エステルのことをかしら。どっちもだ。急ごう。焦んなって。何をのんきなことを言っているんだ。どこに敵がいるかもわかんねえんだ。落ち着けよ。そうだな、すまない。ユリたちの方がよほど。気にすんな、お互い様だ。パティ、大丈夫か？大丈夫、極めて大丈夫じゃ。ささ、エステルが待ってるのじゃ。アレクセ、アイフリードのことを自分の手下みたいに言ってたよね。確かに騎士団がギルドを雇うこともないわけじゃないが。手下かどうかはわからねえだろう。何にしてもその話は後だ。行こうぜ。Okay, Alexeys Plan. これでもうフレンと争うことはないんだね。そういや、お前どこでアレクセイの謀反に気づいた？騎士団長からの指示に以前から疑問は感じていたんだ。ノードポリカで有利に忠告されて、これまでの事件を徹底的に洗い直してみた。それでバルボスやラゴ、キュモールの件もアレクセイが裏で手を引いていたと分かったのね。エステリーゼ様が拘束されたと聞いて確信した。もっと早くに気づいていれば。それでもアレクセイの企みに自分から気づけた。まだ間に合うのじゃ。エステルを取り戻すのじゃ。ああ、パティだよね。エステリーゼ様救出に君も力を貸してくれるんだね。もちろんじゃ。これ以上アレクセイの好きにはさせないのじゃ。飛ばすからね。ひらめいた。ミストランス、シャンパーニュ、高尚力、マジエンド、部下の者に与え、スプラッシュ。いでよ、真空の剣、ミストランス。
これならどうだ。昇竜レンガ弾、昇竜レンガ弾。まだまだ精進が必要だ。相変わらず硬いな。それだから君は仲いいわね。Es ist richtig mies eigentlich gerade, dass wir Estelle und Raven nicht haben. Nicht nur für mich persönlich, sondern auch einfach, weil wir dadurch keinen guten Heiler mehr haben. Klar, Flynn kann ein bisschen heilen, aber so wirklich sein Job ist das ja nicht, ne? Die Formation ist gerade auch ehrlich gesagt ziemlich schrottig. Lass uns mal ein bisschen dran arbeiten. Kurz mal so ein Rahmen, ein Topf. Ja, gelungen, sehr schön. Er kann bisher auch nur Erste Hilfe als Heilung immer noch. Er hat gerade schon eigentlich seine neue Techniken gelernt. Wegen der Waffe und so weiter. Ist schon alles okay. Ja, mal gucken. Und ich wollte kurz bei... Nee, nicht da. Hier. Flynn. Ich sag immer fliegen, dass er mal guckt wegen Heilung. Zwischendurch. Weil wenn er der einzige Heiler ist, wäre das gar nicht so schlecht, glaube ich. Also ist alles okay? Ein Finstertrunk. Der ist dafür, dagegen anzulocken. Also den können wir gerne aus der Truhe rausnehmen und wegschmeißen. Sowas benutze ich sowieso nicht. Alexis erlangt den Apothea. アレクセイはアパティアについてどこまで知ってんだ。アパティアには凄まじい力が秘められていると言っていた。それがユニオンの手に渡るとギルドが帝国に対し武力で反抗する可能性がある。だから騎士団が集めて管理するのだと。エステルさらってヘルメス式ブラスティアまで持ち出しておいて。アレクセイはアパティアを悪用するつもりじゃ。だとしてアパティアを一体何に使うつもりなんだろう。彼は今またアスタルのアパティアを狙っている。アスタル、さっきのエンテレケイヤか。とりあえずあいつ踏んづかまえてエステル取り戻して、その後に吐かせれば全部わかるでしょう。そうだな、急ごう。私の背中預けるわ。これもぼやぼやしてかんねえな。決まったな。Die Leute schlagen sich mal wieder eher so minderwertig. Bin nicht begeistert davon, was ich so sehe, aber naja. Vielleicht Carol mal wieder kurz rein, damit er ein bisschen extra heilen kann vielleicht. Mit seinem Schlag, während er mal macht. Weil die Kämpfe laufen gerade nicht so gut. Also eher sollte ich auch trainieren noch ein bisschen, ne? Also die Kämpfe ruhig mitnehmen. ファイヤー
歌う闇の武将フレンドゼロ。終わりだ。Die Wahrheit hinter dem Kados-Siegel. まだ詳しい理由聞いてなかったな。カドスの喉笛でノードポリカを封鎖なんかしやがって。何のつもりだったんだ、お前は。アレクセイの指示に従って封鎖した。魔物まで飼いならして。それもあいつの指示か。おそらく。だが、それは隊の編成を把握できていなかった僕の責任だ。隊長失格と言われても仕方ない。自覚してんだな。この失態の穴埋めは必ずする。畳みかけるわよ。一気に行こう。クイガ、源氏の正常をかな者に与え。じゃあ魔神君スプラッシュ。バカ揺らめく炎、猛追ファイヤー、猛追ダイオワス、活力ダイオワス、スプラッシュ、きっつい攻撃、やばい相手だ、気をつけろ。いやー、そうだ、止まれ、ヘッヘッ。まずまずだったね。Was hat denn der Ritter gerade für einen komischen Charge abgemacht? Am Ende. Ah, Mann. Ja, komm, das können wir auch benutzen, oder? Das war alles hier. Jetzt müssen die Treppe darunter. Die Leiter. Treppen und Leitern. Oh! Wow, Stress. Was bist du denn für ein Lauch? Lauchziege, keine Ahnung. Das sind Schwerter auf dem Kopf, okay. Zum Spaß mal wieder. Rabio. Die sind ziemlich rabiat, habe ich gehört. 10.000 Lebenspunkte, okay. Nein! Ich hab gar nicht losgelassen, was sollte das denn jetzt? Komisch. Aua. ゆらめく炎、もうつい。ゆらめく炎、もうつい。ファイヤーボール。次も僕が相手になるよ。Neuer Mut für Patty. Wir haben ja echt sehr, sehr viele Unterhaltungen, aber okay.まだ吹っ切れていない顔なのじゃ。アレクセイは心底性根の腐ったやつなのじゃ。信じればバカを見るのじゃ。分かってるよ。アレクセイの行いは許されるものじゃない。でも。でもではないのじゃ。迷うななのじゃ。アレクセイの真実はフレンの目に映っているはずじゃ。その通りだ。君は意外にしっかりしているんだね。そうかな。初めて言われたのじゃ。僕もしっかりしなければね。じゃ、地に足つけてアレクセイを打倒するのじゃ。あ。Ich möchte mal Zauber checken sollte, ob ich der andere mitnehmen sollte an manchen Stellen, die ich vielleicht nicht dabei habe.Ich hab noch zweimal kalte Dusche drin, da brauche ich eigentlich zweimal dabei zu haben. Das ist dieser Feuerstrahl, den sie macht, ne, glaube ich. Und das Ding ist, was sie speziell gelernt hat. Ich nehme mal das Ding mit.
war daneben. Flint scheint sich selber auch nicht besonders zu bevorzugen beim Heilen, ne? Das ist ein bisschen gefährlich. Chaos. Ich hab gedrückt, aber okay. Okay, ich kann jetzt machen. Scheinbar kann ich hier den Torschuss nicht machen, wenn Andra die auslöst, also Andra diesen Effekt erzeugt. Bisschen schade irgendwie, aber okay. Ja, da habe ich sie auch ein bisschen Apfelgummis benutzen lassen, sonst wäre es doch nichts geworden. Die Nerven. Ja, meine Nerven liegen auch blank bei meiner KI. もっと僕がエステリーゼ様の近くにいてお守りできていればよかったのに。それは無理だろう。あいつは俺たちと旅することを選んだんだ。そうだね。攻めは追うぜ。いや、そんなつもりはないよ。僕にはそんな資格はない。資格云々って話でもないけどな。そうだね。気のせいか。 Der Keller erinnert mich hier sehr stark an diesen Kellerbereich von diesem Ragout-Typen, ne? Von seinem, wo er seinen Blastia, wo noch die Suche nach seinem Wetterblastia noch waren. Links oder rechts, links oder oben. Ich mache noch einen von den Gegnern hier. Komm, einer geht noch. Ich nehme jetzt nicht jeden mit, aber ich brauche das Training, glaube ich, ganz dringend. Oh Gott. Einhorn-Noziros, wow. Okay. Hast du mich hier Schwächen nicht ausnutzen kann? Siehst nämlich irgendwie gefährlich aus. Finsternis. Sogar direkt mit einem TS gekillt, einem Todesstoß, schön mit dem Schwächenausnutzung bei dem Vieh. Das sah aber auch echt gefährlich aus, das Teil. Leute, es gibt wieder Sorbet, tut mir leid. Das ärgerliche ist voll, dass das Sorbet jetzt auch, also hier das neue Rezept, das Rahmenrezept auch Milch benutzt, ne? Das ist super, super ungünstig.
Ich glaube, ich sollte einfach Apfelgummis manchmal einfach absegnen, weil ich glaube, wir kriegen öfter Apfelgummis in den Kämpfen wieder, ne? Gehen wir erstmal oben lang, würde ich sagen.似たような部屋ばっかりだな。ひょっとしてずっとこんなんじゃないだろうな。僕ちょっと見てくる。ラピド、こういう長々とした作りは通るものを謙虚にさせるためだと聞いたことがある。つまりこれは賛同なんだろう。ちんたらしてる暇ないってのに。落ち着けよ。 やっぱりずっと同じようなのがこの先も続いてるよ。ラピードも匂いは分からないみたい。そっか。迷子にでもなったら厄介だな。Ein klug zu scheißen, ne? Aber die Tatsache, dass diese Ruinen schon recht verfallen sind, macht es ja eigentlich leichter, die Räume zu unterscheiden, weil wahrscheinlich die Art und Weise des Verfalls und des Bröckelns und so weiter unterschiedlich aussehen dürfte, oder? Hai, kore. Chizu tsukuri nagara sumimashyo. Oh Gott. Wie das so ein Standardpapier war, was sie wahrscheinlich nur einmal fürs Spiel gemacht haben, weil da war nämlich Schrift drauf. Oh Gott. Oh, wie mies ist das denn? Dankeschön, gar nichts. ゆらめくほむら。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 ゆらめくほむ
Ja, mit Rita kannst du echt abgehen. Auf die ganze Zeit casten, wenn du diese bessere TP-Heilung hast. Das ist schon echt nice. Ich gehe erstmal noch zurück jetzt. Mach den anderen Weg erstmal klar. Aber da wir wahrscheinlich öfter hier rum, länger hier rumirren werden, nehme ich jetzt auch weniger Kämpfe mit. Außer jetzt die ganz neue Gegner. Hierin ist gar kein Gegner, wie ungewöhnlich. Als ob das Spiel davon ausgehen würde, dass wir erst hier reingehen und das mit der Karte hier als Szene bekommen hätten. Der ist neu. Rita, was das Runa, jo? Wenn er mich fokussiert, kann ich nicht casten, das ist das Problem. Frag mich, falls du mich Flynn irgendwie alle anderen Arts rausnehmen soll, ist er nur noch halt, weil er natürlich auch so viel zu viel FP verbraucht, wenn er beides macht. Ja, wir machen erstmal so weiter. Truhen, dachte ich mir doch.
Schwertkämpfer? Wäre auch schon, ja, ich denke mal oben wahrscheinlich, ne? Erstmal oben gucken. Sonst weiter nach links. Es könnte auch eine Zwischendurchsackgasse hier sein. Oh, habe ich jetzt ernsthaft direkt den richtigen Weg gefunden? Alter. Ich gehe natürlich nicht da durch, aber ein Heilpunkt mit Speicherung finde ich schon verdammt attraktiv. Und ehrlich gesagt auch einen guten Punkt, vielleicht die Folge zu beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Nächstes Mal geht's dann weiter hier. Natürlich erkunden wir den ganzen Rest auch noch, ist ja klar. Also bis dann. Bye, bye.